So, da bin ich wieder und ich habe auch gerade mal geguckt, wie sich das anhört, also mikrofontechnisch. Von Abstand her ist das super. Und was ist er eigentlich? Das Licht dieses Leuchtturms sieht man Dutzende von Kilometern weit. Ich frage mich, ob es nicht die Pokémon im Meer verwirrt. Dieser kleine, abgebrackte Popel-Leuchtturm soll das ganze Meer erhellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, wir gehen erstmal zu dem Team Plasma und oder quatschen einfach mal mit den Leuten hier. So. Weißt du, was mit den alten, nicht mehr sichttüchtigen Schiffen gemacht wird? Sie werden verschrottet. Oh. Sie werden im Meer versenkt und so zum Lebensraum für ein Pokémon. Ja, das wäre eigentlich eine kleine Theorie für die Titanic. Die haben sie schon auch im Meer versenkt, um ja, Pokémon einen Lebensraum zu bieten. Hm. Und die Titanic ist nicht mit einem Eisberg zusammengestoßen, sondern mit einem Lapras. Weil das Lapras hat ja so eine Hörner auf dem Panzer und die waren ein bisschen scharf und ja, naja. In Graviport City wurde vor kurzem ein Kampfcamp aufgebaut. Arenen machen Spaß, aber die Kampfcamps sind einfach unglaublich. Such dabei erst ein paar starke Pokémon, bevor du in einen Kampfcamp gehst. Ja. Oh, Ballons! Ballons! Oh. So ein Markt oder so, ne? Graviport City Markt. Einzigartige Items, die es nirgendwo sonst gibt. Okay. Was? Och. Das... nicht schon wieder. So. Oh, das Wasser sauber ist... Geben die Früchte eine reiche Ernte. Und wo es eine reiche Ernte gibt, gibt es auch bald einen Markt. Ich verrecke gleich. So entsteht, wächst eine Stadt. Alter, geh mal zum Arzt. Ganz ehrlich. Hältst du ein Pokémon durch Tausch, kannst du den Kosenamen nicht ändern. Die Liebe des ursprünglichen Trainers drückt sich in Kosenamen aus. Ja. Was bist du von mir? Wenn du die Kosenamen deiner Pokémon ändern willst, solltest du den Namenbewerter um Hilfe bitten. Der müsste doch hier sein, oder? Jupp. Das werde ich auch, glaube ich, machen, gerade. Weil ich noch ein, zwei Pokémon habe, die, ja, Standardnamen haben. Ja, für welches Pokémon soll ich den Namen bewerten? Mal gucken. Beppo nicht. Zubiris. Ja. Wäre besser. Was, einen schönen Namen? Das ist der Standardname, Alter. Was geht? Ja, pff, keine Ahnung, ich kann mal kurz was gucken, ich mach das zum ersten Mal, ich werde den Namen mal nach einem meiner Abonnenten benennen, ich hoffe er immer noch auf, ja, er nimmt noch auf. Abonnenten. Da muss ich gerade mal was gucken. Beeil dich denn. Ja, Bro, Mann. Ist doch gut.
Community. Ich muss erstmal gucken, ist das weiblich? Ach, ist ja weiblich, ne? Ja. Den weiß ich. Dann weiß ich eigentlich, wie ich das nennen will. Müsste eigentlich auch klappen, ich weiß das nicht. P. P. Nein, verdammt. L. A. Y. P. K. A. T. Y. Punkt P. Das passt auf jeden Fall. Ey, das passt ja super. Ich brauche einen Punkt. Ach, da hinten. So. Ja. Habe ich das mal zum ersten Mal gemacht. Jupp. Dankeschön. So. Ich meine, gut, das Pokémon ist ein bisschen zu hässlich für sie, aber... Wollte ich einfach mal gemacht haben. Und wenn sie das nicht wünscht, kann sie mir das ja in die Kommentare schreiben. Ich meine, ich werde das auch selber schreiben in irgendeinem Kommentar oder so. Aber weil privat anschreiben, ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Aber YouTube ist ein bisschen komisch in der Hinsicht. Privat anschreiben kann man die gar nicht. Mich kann man auch komischerweise auch nicht privat anschreiben. Zumindest nicht mehr. Damals ging's. Und ja. Weiß nicht mehr, warum das nicht mehr geht, aber naja. Was soll das? Hey du da, hör auf zu drängeln, wir stehen hier ordentlich an. Okay. Unser Boss ist brillant. Wozu er jetzt wohl Interesse an einem Museum zeigt? Ja, das will ich auch mal wissen. Ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal nach oben. Was soll ich tun? Schnurstracks über den Radweg nach Waldenfroh City fahren oder die untere Straße nehmen und nach Pokémon suchen? Wie kann ich doch... Bitte was? Ich würde liebend gerne nach Gravelport City gehen und ein bisschen Krawall machen. Ja, dann mach das doch, Mann. Ich halte dich nachher sowieso irgendwann auf. Ah, 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 ah. Och nö, nicht schon wieder ein Pfiffchen, Alter. Das ist doch blöd. Ja, Alter, was geht? Ja. Wow, knapp. Das war auf Level 12. Was geht? So. Kann man noch nicht... Kann man noch irgendwo... Wieso kommt man denn hier nicht durch? Das ist ja blöd. Weil wenn ich hier durchgehen würde, kann ich auch zeigen. Wir brauchen mal ein Fahrrad und ja. Ja. Ich bin am Sack.
Ja, wollte ich nur gezeigt haben, dass das nicht geht. Nur, wo muss ich hin? Was ist das eigentlich? Hafen. Ja. Die wird gebaut. Ja, da kann ich auch noch nicht rein. Ist sehr blöd. Weiß noch nicht, wo ich jetzt hin muss. Da sind ja Dings. Ach ja, ich muss ihn ja den Brief bringen, gell? Ja, stimmt. Und hier, ja. Unsicher Zeitpunkt umgegangen, ja, müsste etwas erledigen. Ja, suchen, ne? Alter. Behindert. Nur von Himmel ausstrahlt, das sind Bedingungen, die für sie so wechselhaft machen, ja. Ganz genau, hilf ihr in der Fallswesen, ja. Das ist mir sowas von Banane. Ja! Ich kann ja auch nicht laufen, das ist krank. Deswegen werde ich mich so ein bisschen zu helfen wissen müssen. So, ist immer schon einfach ein Gebäude. Also, ja. Das wollte ich ja auch gerade wissen. Das wollte ich auch gerade wissen, ne? Das, ja. Boah, jetzt muss ich den suchen, Alter, was geht? Das will ich gar nicht wissen. Wo ist der denn? Wo soll der denn sein? Ach, Fernflug. Kriegt er nicht ein Fahrrad oder so? Wenn ich ihn voll quatsche? Mann, sie ist gespielt für Gefühle, wenn man Pokémon liebst und auch wenn die Gefühle erwidert. Dein Pokémon betet dich geradezu an, ja. Ach, der Sanftknoche, das ist ja super. Alter! Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Als Vorsitzender bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Ist auch gar nicht los, kann man ja auch gar nicht selber erahnen. Deswegen sage ich dir das nochmal. Keiner kann mit mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Aber jetzt lasse ich mich dir etwas zu den Pokémon mitbewerben sagen. Hier kann jeder seine Pokémon-Welt vorstellen. Sie finden allerdings in abgelegenen Orten statt. Daher kann ich nicht an ihnen teilnehmen. Deshalb haben wir uns hier getroffen und wir zeigen uns gegenseitig unsere Pokémon. Und unsere Geschlechtsteile. So Penisvergleich und so. Alter, das will ich gar nicht wissen. Bewegt sich auch, das ist blöd. Die bewegen sich alle, das ist echt blöd. Sonst hätte das schon wieder. Sonst hätte ich schon wieder Unfug angestellt. Fragen beantworten? Och nö. Sieg. Gewonnen. Genau. Ist ja quasi dasselbe.
Alter, geh mir nicht auf den Sack jetzt. Ja. Alter, geht mir auf den Sack. Hey, mein Pokémon ist das Beste. Kein anderes ist so cool wie meins. Ich bin herumstolziert und habe angegeben, bis sich ein Vorsitzender mich zu Fall brachte. Das hat meinen Hochmut angekurbelt. Und du meinst, bringe ich einen deiner Pokémon-Angeberei bei. Nö. Weil mein Pfiffchen lernt Angeberei, wenn es ein Magnayen wird. Ja. Ja. Ja, Blowjob. Na gut. Och Mann, ich fange da immer wieder mit an. Vor allem immer mit Zickzacks, ich weiß auch nicht. Der muss irgendwie einen Zickzack-Fetisch haben, einfach. Hört sich irgendwie strange an. Naja. Was muss ich denn jetzt machen, Alter? Wo war denn der? Ich weiß das gar nicht mehr. Es ist zu lange her, eigentlich. War der hier oben irgendwo? Eigentlich nicht. Nee. Der muss doch irgendwo in ein Gebäude gewesen sein, oder? Ich weiß nicht. Mir ist wohl eigentlich so, ist im Zahn mit den Augen einmal so unnötig in der Wasserreise, ja, dein Vater. Ich wäre gerne mit Kapitän Brick auf die Beziehung zum Meeresboden gegangen, aber das U-Boot ist kein klein für mich. Ich könnte mich reinquetschen, aber dann hätte der Kapitän keinen Platz. Ja. Da würde ich mal sagen, weniger zu McDonald's gehen, ne? Also, das wird schon einiges an Kilos wegmachen, einfach. Muss ich jetzt in jedes Gebäude rein, oder was? Ich will gar nicht. Das ist ja der Namenbewerter. Ja. Er kann das Schild von hinten lesen, das... ich weiß gar nicht, wie es... Pokémon Fanclub. Ach so, habe ich ja schon. Wo soll denn der sein, bitte? Hier ist er nicht. Nee, hier war ich ja drin. Alter, wo ist denn der? Was geht? Ein hastiges Wesen, das hier vielleicht mal ein Problem. Das ist doch blöd. Ja, ich würde mich erstmal melden, wenn ich den Kapitän gefunden habe, weil im Moment, also, keine Ahnung, wo der ist. Ja, ich stehe jetzt davor. Da muss ich rein. Gigafail. Da standen halt die ganzen... Ja... Ja, leg mich auf den Sack. So. Mit den ganzen komischen... Team Aqua Leuten rede ich hier gar nicht erst. Ich finde so Kapitän Brick. So. Das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition vorbereiten. Ja. Meine Expedition bereite ich auch mal vor. Ja, ich trinke ein Bier. Ah. Wir sind Team Aqua. Unser Boss will diese Dinge haben. Also hört auf uns. Also hört auf zu labern und lasst die Teile rüberwachsen. Joa. Pfiffchen, oder? Kanivana?
Ein Fisch. Wow. Nein. Ich kann mich da an was erinnern, aber ich weiß nicht. Ja. Ja, genau an das erinnere ich mich jetzt. Graue Haut. Stimmt. Wechseln. Psycho. Was? Och nö. Was geht? Ich habe auch keine Feuer-Pokémon, Alter. Das ist echt blöd. Rosi wäre gut eigentlich. Mal tauschen. Jupp! Sogar ein Volltreffer. Ich meine, es bringt zwar nicht, wenn Energie abgesaugt wird, krieg ich die ja nicht, weil ich habe alles voll, aber... Die Attacke zielt. Joa. Geschlagen von einem Kind. Oh Mann, was für ein Desaster! Der Boss wird verdammt wütend sein! Pah! Du Waschlappen! Ich werde das Ding schon schaukeln! Du weißt, dass sich das sehr falsch anhört, ne? Hm, Kollege, und mach die Beine zu, das stinkt nach Fischmarkt. Warum haben die alle immer die Beine offen? Nee. Das stinkt! Nee, muss wechseln. Lustigo! Da bist du ja am besten drin hier. Ne? Ein Zubat vernichten. Da bist du gut. Ja. What? Naja, ich habe genauso eine Attacke, die jetzt der effektiv ist halt. Jupp. Tschüss. Geh sterben. Kanivana. Ja. Los, Rosi, brauchst noch ein paar Level. Und du brauchst noch ein paar Erfahrungspunkte. Ja, tanz mal rum, komischer Drecksfisch. Das sieht doch kein normaler Fisch aus, ganz ehrlich. Naja. Raserei. Geh sterben. Tust du mir den Gefallen? Ja, ich tue den Gefallen. Danke. Das, was er mir abgezogen hat, habe ich sogar wieder gekriegt. Hey, wie blöd. Ja, für mich gut, für den blöd. Was? Ich habe auch verloren. Ja, das hast du. Und nun, wenn wir die Stücke nicht bekommen, können wir uns auch etwas gefasst machen.
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ein nervendes Kind meine Nerven nervt. Was? Blöd. Hey, ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht. Und was sehe ich? Ihr Idioten, lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen, ey. Mann, seid ihr so eine Spasten, ey. Mann, alles muss ich selber machen. Wir sind von Teen Aqua und lieben das Meer. Und ich bin Teen Aquas Boss, Adrian. Wieso mischst du dich in unsere Angelegenheiten ein, ne? Ha, das... Ne, das kann ich nicht auch... Das kann nicht sein. Du bist doch nicht von Teen Magma. Warte mal. Das stimmt doch einfach nicht. Du bist doch gar nicht danach angezogen. Pokémon, Menschen, alles Leben basiert auf Kräfte des Meeres. Daher setzt Team Aqua sie auch für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht auch, dass wir eine großartige Aufgabe gestellt haben? Nein. Du bist wahrscheinlich noch zu klein. Du kannst unsere Ideale einfach noch nicht verstehen. Doch. Und die sind scheiße. Aber wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Vergiss das nicht. Wow. Einfach mal weggebeamt. Du bist Rontex. Wow. Das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich's vergessen. Dass du uns die Teile von Diven gebracht hast. Diven waren. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. Du kannst dir hier ruhig alles in Ruhe anschauen, wenn du magst. Nö, ich habe noch was Besseres zu tun, ne? Oh, danke schön. Habe ich gebraucht. Danke. Ja, pff, warum muss ich mir alles angucken? Ich meine... Na ja, gut, der Vollständigkeit halber. Die Fähre Mrs. Tide. Ein Maskers U als Metall eines Schiffs unter Konstruktion in der Brickraft. Tiefseeforschungsboot 1. Ein Prädikat des Hochleitungs-U-Bootes zur Erforschung des Meeresbodens. Die MSN, ein Replikat eines Luxuslines, der um den Globus kreuzt und der in der ersten Generation untergegangen ist, weil der Kapitän den gegen die Wand gesteuert hat einfach und alle Menschen draufgegangen sind. Erinnert quasi an der Titanic. Naja. Ja, den Computer kann man nicht anwählen, den auch nicht. Sind Ausstellungsstücke quasi wahrscheinlich. So einen ganz alten Apple-Computer wahrscheinlich, weißt du, das... Ja. Was für er denn noch hier? Ah, yeah! Was machst du denn? Scheiße, falsche Stimme. Ah, yeah! Was machst du hier? Ich bin von Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft. Erinnerst du dich? Im Metaflur-Tunnel? Hier, das ist für dich. Vergeben und vergessen. Bitte was? Mit dieser TM kannst du mehr anfangen, als ich es kann. Ich hoffe, du läufst mir nie mehr über den Weg. Bitte was? Ich hab doch nicht extra erst... Ich hab doch jetzt nicht wirklich von einem Team Magma Mitglied, was ich besiegt habe, eine TM bekommen. Ich meine ganz ehrlich, wie unlogisch ist denn das? Ich besiege ihn. Er ist mein Feind quasi. Und der Feind schenkt mir was? What the fuck? Was geht?
Also, nee, das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Das ist so krank. Oh. Wie? Ich bin mir sicher, dich irgendwo schon mal gesehen zu haben. Habe ich mich eigentlich schon vorgestellt? Wovor denn? Ja, bestimmt vor dem Museum. Ah! Naja. Ich bin Scott. Eben ist Team Aqua von hier geflohen, als eine Horde Hornissen hinter ihnen her. Lass mich raten, du hast sie verjagt? Nö. Ich hab nur, ja, ich musste halt extremst dringend furzen. Ich hab halt den Tag so viele Eier gefressen. Boah, musste ich furzen. Ja, und die haben den ganzen Gestank nicht ertragen und deswegen sind sie alle geflüchtet. Wahre Begebenheit, true story, ganz ehrlich. Sehr gut. Ich denke, wir werden gute Freunde werden. Weil dein verschissener Furz so gut riecht. Ich glaube, das nehme ich demnächst als Deo. Wir sollten uns in so unseren... Nein! Warum muss das sein? Ich hasse das. Ich hasse diesen Pokenef, Alter, ganz ehrlich. Wie sehr ich den hasse, habe ich schon mal erklärt, aber... Oh, Alter. Ich würde dich gerne auf deinen Weg begleiten, aber natürlich möchte ich auch andere Talente im Auge behalten. Deswegen habe ich eine Brille auf, weil meine Augen schon so zugestochen sind von den ganzen anderen, die ich im Auge habe. Aha. Und ja, daher werde ich auch jetzt andere Orte besuchen. Wir sehen uns, Rontex. Mann, geht mir sowas auf den Sack, ey. Alter. Ah ja, meine Pokémon wurden ja schon geheilt. Deswegen kann ich auch weiterlaufen. Obwohl, wir haben noch Geld, deswegen können wir es auch mal in den Markt investieren, quasi. Und, ja. Ja, 20.000, ich meine. Paar Supertränke auf jeden Fall. Neun Supertränke auf jeden. Superbälle auf jeden. 10 Stück, das geht schon. Gegengift auf jeden. Also Gegengifte muss man haben, auf jeden Fall. Wie viele Paraheiler habe ich eigentlich? Wie viele habe ich denn? Habe ich gar nicht gesehen. 4. Dann nehme ich mal noch 6 dazu und dann geht das schon. So. Ja, sonst ist ja nichts mehr bei. Achso, ich kann auch...